Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Diesmal aus der Sporthalle Lezen, wo wir uns die männliche E-Jugend angucken wollen. Der SG Bansko Lezen 2 gegen den Güstrower HV. So, der obligatorische Kreis muss sein und dann kann es losgehen mit dem Spiel der SG Bansko Lezen 2 gegen den Güstrower HV. Anwurf für die SG Bansko Lezen. Das erste Tor für den Güstrower HV. Erzielt durch Clemens Golatowski nach bereits 20 Sekunden. Technischer Fehler. Und gibt es Freiwurf für Güstrow. Ja, es gibt doch. Nein, missinterpretiert, es gibt Abwurf. Für die SG Bansko Lezen. Und erste Möglichkeit zum Tor, der erste Torwurf von Florian Ladig. Und gehalten, deswegen gibt es Freiwurf für den Güstrower AV. Trete deshalb kein Tor in dieser Situation für Lukas Duwe. Und der zweite Versuch für die SG Bansko Lezen, Johann Zanetski. Ein für Güstrow unterbunden, es gibt Freiwurf. Und dann der Treffer durch Lukas Duwe zum 2:0 für den Güstrower HV. Und nun auch der Konter zum 3:0 durch Clemens Golatowski.
Und auch der erste Treffer jetzt für die SG Banskuleten durch Mathis Schumann. 3:1. Und Lukas Dube setzt sich da schön im 1 gegen 1 durch zum 4:1 für Güstrow. Da müssen noch die Schuhe zugemacht werden. Die Sicherheit der Kinder geht dann natürlich vor. Und dann kann es weitergehen. Ja, die Schuhe sind zu. Und da hat er auch gleich den Lauf und macht das Tor. Florian Ladig mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel. Der Anschlusstreffer zum 2:3. Sie mit der Entscheidung für Güstrow. Clemens Golatorowski mit dem 2:5. Und da gab es eine Verletzung. Florian Ladig hat dann was abbekommen. Der ist versorgt. Muss es sein, geht erstmal von der Platte. Und Vincent Kurupa. Dafür jetzt auf der Platte. Schön durchgesetzt von Johann Czerninski. Aber sein Wurf landet erneut nur am Pfosten. Schön gehalten von Hans Walisch. Gleich zweimal. Und die Kontermöglichkeit für Banskuleten. Über Roman Buske scheitert. Und es gibt Freiwurf, weil der Wurf von Lukas Severin war übertreten. Und der Wurf dann übers Tor. Fehler im Pass nach vorne, Lukas Dube mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel, 2:6. Und gute Nachrichten vom Rand, Florian Ladig wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, kann wieder spielen und kommt jetzt auch erstmal aufs Feld. Und Czerninski beim dritten Versuch, dann mit dem ersten Treffer zum 3:6. Ja, da gibt es jetzt 7 Meter für Güstrow. Und mit etwas Glück ist er auch drinne. Von Lukas Dube, sein vierter Treffer in diesem Spiel. 3:7. Es war gut aufgepasst von Clemens
Latarowski. Und Florian Ladig scheitert am Torhüter. Der Konter läuft ins Leere. Und der Treffer für Bansko Lezen durch Erik Mohr zum 4:7. Lukas Duwe erneut erfolgreich, sein 5. Treffer in diesem Spiel zum 4:8. Haben sie gut gekämpft und erneut die Chance für Bansko Lezen zum Torerfolg zu kommen bei Erik Mohr.